Das ist der Kia Stinger GT. Und er macht mich echt traurig. Traurig, weil Kia stellt ihn nicht mehr her. Es gibt jetzt noch so eine letzte Edition und dann ist Schluss. Und ich meine, guckt euch dieses Auto an. Das erinnert doch zwangsläufig an die richtig schönen Zeiten von einem Jaguar XS und XJ. So diese langgestreckten Hauben, schöne Lufteinlässe hier und auf der Haube. Das sieht nach was aus. Ja, und das macht dieses Auto so wunderschön. Und ich liebe es. Ich muss sagen, ich liebe es. Ich bin es 2 Wochen jetzt gefahren und ich bin jeden Tag mit einem Strahlen eingestiegen. Okay. Alles an. Sport Plus. 3, 2, 1. Wow. 100, 120, 140, 150. Schlagloch. Wow. Das ist geil. Das Problem an dem Auto ist, das lässt dich nicht allein. Du kannst gerne versuchen, irgendwo einzuparken mit diesem Auto. Du wirst sofort jemanden neben dir haben, der sagt, was ist das denn? Das ist ein Kia? Das ist kein Jaguar? Das ist ein Kia. Ja. Und Kia traut sich was. Und das ist ein richtig schön gelungenes Auto. Leider nicht mehr im Handel. Vielleicht noch kurze Zeit. Was mir an diesem Auto so richtig gut gefallen hat, das ist, dass er dieses 70er, 80er Jahre Fahrgefühl und dieses Einsteigegefühl wiederbringt. Was mir also ganz besonders gefallen hat, ist zum Beispiel, ich steige in den Wagen ein, zünde und der macht so nicht so ein Krawall wie die Lamborghinis oder sowas, sondern ganz einfach, der brummelt so vor sich hin, sodass man aber sofort den Eindruck hat, da ist aber ordentlich was unter der Haube. Ohne, dass er jetzt wirklich bösartig wirkt, sondern friedliches Grummeln. Sehr, sehr schön. Kriege ich sofort eine Gänsehaut dabei. Und wenn man dann den Wahlhebel auf D schaltet, dann habe ich das Gefühl, dass er sich so ein bisschen duckt und die Füße in den Asphalt krallt und sich so ein bisschen bereit macht. Und so wie so ein 100-Meter-Läufer, der jetzt drauf wartet und sagt, ja, 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 jetzt, los, los. Und das ist ein sagenhaftes Gefühl. Das liebe ich an diesem Auto, wenn du einsteigst und der macht so einen ganzen Buckel und sagt, jetzt kann es losgehen, jetzt kann es losgehen. Gib den Gasbefehl. Sehr geil. Habe ich sehr geliebt an diesem Auto. Finde ich wunderbar. Leider sprechen ungefähr 60.000 Gründe dagegen, dass ich mir dieses Auto zulege. Aber wenn ich könnte, das ist schon ein echter Favorit, finde ich. Ein sehr, sehr schönes Auto, was Kia da gezaubert hat. Und wer die Gelegenheit hat, der sollte sich das in die Garage stellen, weil ich glaube, das wird eine der großen Ikonen in den nächsten 10, vielleicht 20 Jahren werden. Kia, gut gemacht.